Hallo ihr Lieben, seid ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Full AP Gameplay. Wir dürfen Bran spielen, ein Champion, der ja sowieso schon extremst reinknallt und ich frage mich immer wieder, wie könnte dieser Champion aussehen, wenn du über 1000 Fähigkeitscheck hast und alle Gegner ineinander stehen? Deine W macht Flächenschaden, deine E macht Flächenschaden, deine Ulti prallt zwischen den gegnerischen Champions, von den gegnerischen Champions immer wieder ab. Dann hast du ja diese neue coole Passive, dass wenn du drei Stacks hast, explodieren die Gegner oder implodieren die Gegner nach einer kurzen Zeit. Und das wiederum macht auch einen Stack auf andere. Das heißt, gibt es eine fast unendliche Kettenreaktion von Explosion und vor allem mit 1000 AP. Wie krass kann das überhaupt werden? Dieser ganze Schaden skaliert wirklich in jeder Fähigkeit, auch in der Passiven, auf AP. Ich bin super gespannt. Ich freue mich drauf. Jetzt erstmal ein ganz normales Gameplay und dann werden wir natürlich Richtung AP gehen. Ich habe auch noch hier Deathfire Touch für den extra Brandeffekt und vor allem für die stärkere Magiedurchdringung etwas später. Ich muss gegen eine Annie ran, was mir ehrlich gesagt ziemlich gut kommt. Denn, wenn ich sie treffen würde... Ich habe sie getroffen. Ja, dafür habe ich den Minion verpasst. Brand galt schon immer als gut gegen Annie. Annie ist gerade ein bisschen am Kommen. Wer weiß, ob das nicht vielleicht auch den Midlane-Brand wieder... zurück in die Kluft bringt, denn Brand hat einfach die größere Reichweite als Annie und Feuer sollte man ja bekanntlich mit Feuer bekämpfen. Yes! Oh, das tut weh, ne? Und es kostet auch echt nicht viel Mana, wenn du durch... Oh, der Early Even ging. Den krieg ich. Er ist tot. Oh, ich habe meine W nicht getroffen. Schade. Sonst hätte ich ganz gerne, auch wieder nicht. Ah! Oh, die Kombo sitzt gerade nicht. Denn wir wissen ja, meine W, meine Flammensäule. Der Damage, der ist höher, wenn ich vorher eine andere Fähigkeit getroffen habe. Das war jetzt gerade eh, was ich versucht habe. Ich feiere den gegnerischen Jungler jetzt schon, wer auch immer das ist. Props an dich, gehen raus. RIP. Wie heißt der Dude? T-Boss! Oh, ich feiere dich, weil du Evan spielst. Ich bin ein großer Fan von Evan. Dieser Moment, wenn du die Q nicht triffst. Oh, es ist ehrlich gesagt gerade ziemlich gefährlich. Mama? Mama, bist du noch da? Mama! Okay, nichts passiert. Ah, er wird vielleicht noch hier rüber schießen, so blind. Nope. Ja, Annie, du hast nicht die Range wie ein Brand. Glücklicherweise. Mir fehlen jetzt gerade ein bisschen die Mana. Vor allem auch Level 4. Mit dem Level-Up kriege ich ein bisschen Mana wieder. Der Minion mag mich nicht, der klopft einfach weiter auf mich drauf. Manchmal macht man nicht, passiert sowas. Okay, ich bin Level 4. Ich kann Annie jetzt killen mit einer Kombo, sie hat nicht mehr viel. Okay, just do it, oder? Nice. Ich musste mein Q treffen und sie durfte nicht flashen. Das war wichtig. Gegen Annie einen Flash rauszubringen ist aber niemals gut, denn den nächsten potenziellen Killversuch hat Annie nämlich selbst, indem sie auf mich flasht. So, wir pushen schnell aus. Und. Nein! Oh, den Tag abgebrochen, nevermind. 29 CS zu 18, das hat schon mal funktioniert. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert und guckt euch das mal an, Brand wird sogar der Stab des Zeitalters empfohlen. Was interessant ist, weil ein Support-Brand würde sowas niemals bauen. Du würdest halt das Support-Item bauen, du würdest Relays bauen und Liandris. Aber ich finde, es macht Sinn. Das ist genauso wie eine Annie zum Beispiel oder eine Lissandra ganz gerne auch mal Stab des Zeitalters bauen. Es ist einfach eine sehr, sehr, sehr schöne Tanky-Komponente. Ich überlege gerade, wie wäre es mit dem Hextech GLP? Ah, der bringt insgesamt weniger AP und weniger Mana. Also in gestacktem Zustand.
Aber die aktive ist natürlich auch noch geil. Nicht so geil wie die von Portobell. Aber sie ist geil. Okay, ich sehe einen Evern. Ich sehe was. Jetzt wird's interessant. Treffe ich. Und ich bin Level 6 geworden. Oh mein Gott. Jetzt geht's rund. Brand haut so extrem. Es ist doch sehr gefährlich, den Brand zu ganken, muss man sagen. Denn, gerade Level 6, wenn er seine Ulti schmeißt, kann er natürlich Jungler und den Laner oft zusammen mitnehmen. Der Early Gank Versuch war eigentlich schon gut. Vor dem Evil. Jetzt pink ward ich mal sicherheitshalber. Damit ich weiß, ob der grüne Vater zu mir kommt. Ich kann die Annie hier trappen. Sie muss sich nur unten positionieren. Sie muss sich hier positionieren, dahin. Komm, Annie! Ja, 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 genau da. Reicht das? Yep. Oh, es ist so schön, dass die Ulti Champions priorisiert. Zugegebenermaßen ist es echt kein leichtes Matchup für Annie. Oftmals spiele ich ja letztens sowas wie AP Sona. Das habt ihr auch sehr gefeiert, hat mir auch selber sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt habe ich ja fast schon, also Brand ist ja ein sehr, sehr, sehr ernstzunehmender Midlaner. Oh, die Yellow Card kommt nicht durch. Ich glaube, ich gehe trotzdem mal hier lang. Guck mal. Der macht nämlich seinen Blue Buff, meine ich. Ich habe ihn getroffen. So viel steht fest. Aber ich selbst sollte jetzt shoppen gehen. Nein, 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 nicht tippen! Nein, das Problem ist, wenn sie stirbt, rastet Tippers einfach nochmal aus. Oh, der Alistair, er hat die Kombo gefehlt. Vielleicht. Oh, schön, wann hat er wieder seinen Taunt? Oh mein Gott, er hat es überlebt. Danke an den Alistair, er hat ihn gerettet. Wo haben wir es? Mana, Mana, Mana. Und Einserschuhe kaufe ich jetzt mal nicht, glaube ich. Bau wenigstens ein kleines Büchlein. Das war eine gute Frage, von wo kam der Shen? Ich habe den auch nicht kommen sehen. Erster Tod. Toplane Mundo gegen Yasuo. Ich glaube, Mundo ist auch ganz gut gegen Yasuo, wenn er erstmal sein erstes Rüstungs-Item hat. Mundo! Ja. TF Jungle bei uns, wer es bemerkt hat bis jetzt. Die Wave pusht gerade gegen mich, that's awesome. Das war gut, dass sie noch meine Dings abbekommen hat. Mit der passiven. Hui. Dieser Brandeffekt ist so krass vom Brand. Vor allem noch mit Deathfire Touch. Das ist nicht zu unterschätzen, der Ivern. Die Passive. Ich finde, die neue Brand-Passive ist brutal. Ich finde sie richtig stark. Ich glaube nicht, dass wir hier was reißen können, kleiner Mundo. Er will es. Schade, ich habe den Kenny nicht bekommen. Oh mein Gott.
Gott, diese Passive macht so viel Damage. Wie viel Damage macht die genau? Von maximalen Leben. Holy shit! Nicht mal von Current Leben. Alter. Oh! Der grüne Vater! Der grüne Vater! Der grüne Vater! No! Oh shit. Ivan ist einfach völlig raus. Von ihm werde ich gerne gekillt. So, mit 2100 Leben habe ich ein Stab des Zeitalters. Das ist schon mal ebenfalls sehr geil. Ich könnte. Ah, Magias ist super risky. Ich könnte eine kleine Investition versuchen. Das ist ja nicht teuer. Ach, Shen hat Ulti. Das ist mir. Das ist nicht schlimm. Das ist nun wirklich nicht schlimm. So, eine kleine Investition. Vielleicht kann ich hier schon mal ein paar Stacks bringen. Wenn ich merke, dass ich doch nicht sterbe, aber ganz ehrlich. Im Late Game gegen den Flash Alistar. Oder einen Flash Any Combo. Wird es sehr schwer zu überleben. Wobei ich noch ein Relays bauen könnte. Zusammen mit Stab des Zeitalters hätte ich gewisse Leben. Auch natürlich mit der verbesserten Träne, wenn sie hochgestackt ist. Ah, das ist frech. Der grüne Vater! Er ist wieder da! Ah, oh, warte mal, guck mal. Das war sehr freundlich von dem Shen, mir den Kill zu lassen. Schade, ich hatte 5 Sekunden Cooldown auf meine Ultimate. Sonst hätte ich sie auch schön zwischen Ivan und Annie abprallen lassen können. Meiner Meinung nach ist Shen auch super Champion. Das ist... Oh, yes, ein Inferno Drake! Das ist genau das, was wir brauchen. Für den Damage-Test. Das ist genau, was wir brauchen. Sie will mich. Der Poke sitzt aber langsam, Annie. Guck mal, sie will droppen, sie will den Tibbers droppen. Und Tower fürs Blatt. Zack. Oh, shit. Das lief deswegen, genau, aus diesem Grund ist Brand Counter zu Annie. Wegen der Reichweite. Even a spot. Oh, vielleicht mache ich eine kleine Rotation. Die Kombo auf dem Shen sitzt erstmal. Shen flasht, Shen dasht. Caitlyn Ulti. Oh, da hat er mich gejuked. Nope. Dann hat er mich gejuked. 2200. Mages Investition, ja oder nein? Ich glaube, ich baue erstmal die sicheren Varianten. Sprich, das hier. Dafür müsste ich mir Dorans verkaufen. Just do it. Neuer Pink Ward. Falls Annie meinen, doch irgendwie noch schafft zu clearen. 313 AP. Meine Träne könnte man auf dem Weg wenigstens mit der Q staken. Ich glaube, die Q kostet am wenigsten Mana, oder? 50? 100? 70? Ja. Da kann ich eigentlich mal meine Q schmeißen. Wie so ein Ezreal, die machen das auch ganz gerne. Annie kriegt einen Kill. So kann man die Träne stacken. Ich hab Damage! Alistar, ich will eine Combo auf dich bringen. Ich will dir zeigen, wie viel Damage ich mache. Oh mein Gott, seht ihr das? Holy!
Das war tatsächlich sogar mehr Damage, als ich erwartet habe. Das wäre es gewesen, das wäre die Passive wieder gewesen. Komm, nicht resetten. Die Passive würde dich killen. Nope. Not this time. Brand macht gerade echt Spaß. Reichten die Dot-Effekte? Der kleine grüne Vater. Wie den Ward einfach fehlt. Das, was wir auch für eine Frontline haben. Wir haben quasi drei Carries im Team. Der nächste Drake ist leider kein Inferno Drake. Antibas! Prall Antibas ab! Was? Warum ist es nicht weiter an diesen Minion gejumpt? Da kam doch die Minion Wave. Das wäre brutal sweet gewesen. Okay. Das bedeutet 1800 Money. Das wiederum bedeutet, wir nähern uns. Ja, Relays. Ich glaube, wir bauen erst einen Relays einfach aus Sicherheitsgründen. Ganz klar. Wir brauchen Relays, wir brauchen Rabidons, wir brauchen... Was brauchen wir noch? Wir haben ja gar nicht so viele Item-Slots. Wir haben dann noch Ludens. Und dann ist halt die Frage, ne, ob man noch Liandris baut. Einfach aus dem Grund, weil die Gegner dann tot brennen. Oder einen Voidstaff. Eigentlich ist beides... Vielleicht baue ich einfach die beiden anstatt einen Ludens. Ich glaube, es könnte mehr... wobei Ludens skaliert auch super mit AP. Ich habe das Gefühl, dass der grüne Vater zusammen mit der Kuh etwas aushecken. Die sollen ruhig mal engagen und mich kennenlernen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Warum habe ich... Ich habe ja absolut gar keinen Schaden gemacht. What? Fuck. Der Twitch. Ich habe meine Ulti reingeknallt. Aber ich habe absolut kein Damage gemacht. Da kommt der Mundo. 1 gegen 4. Er nimmt sich die Kuh zuerst. Okay, das Tier ist schon mal tot. Jetzt will er das kleine Mädchen, währenddessen mit Caitlyn von Töses Fate bearbeitet. Jetzt greift er den grünen Vater an. Annie läuft wie ein kleines Mädchen links oben raus. Und am Ende, wenn er den grünen Vater killt, ist es positiv. Aber es bleibt bei 3 zu 3, wenn der Twisted fällt. Ein Q. Alright. Das hat die Annie sich verdient. Ich habe 3 Stacks nur. Ich weiß gar nicht, ob es sich lohnt. Ich glaube, ich verkaufe das wieder. Ich werde es... Wir haben ja eben gerade die Mathematik durchgeführt. Wir werden hier einen Rabidons bauen. Dann einen Ludens. Und last but not least eins der beiden Items. Um zu gucken. Je nachdem, wie viel Magieresistenz sie haben.
Da wurde ich gerade gesnackt. Eigentlich gut, dass ich gesnackt wurde, das hat mir direkt die Augen geöffnet. Ein Fehler und diese Steaks sind runter. Hätte ich mal die Schuhe, hätte Fahrradkette. Ich hab da so ein Gefühl, dass der Blue Buff kleine Mädchen anlockt. Nicht nur das, sondern auch grüne hässliche, oder warum grün? Ich wollte sagen grüne hässliche Kühe. Ich einfach immer erst Tibbers fokussen muss, weil er mich so sehr hasst. Geh weg, Bärchen. Das ist fast ein Ace. Aber nur fast. Der Toplane-Farm sieht extrem süß aus. Ich brauche ganz dringend endlich meinen Stab. Okay, der ist bald voll. Nice. Mache ich noch eine Wave? Ist das greedy? Das kommt schon keine. Ich hoffe, es kommt keiner. Ich mache schnell noch eine Wave. Okay, die haben sich scheinbar entschieden. Okay, der TF hat doch noch den Blue genommen. Ich dachte, er lässt ihn mir. Jetzt. Das, was ich jetzt noch, ist wirklich greedy. Die Passive und boom. Das ist so geil. Die Passive. Ich mag Brand. Einer der stärksten Damage-Supporter. Okay, wenn sie jetzt nicht zu mir kommen, weiß ich auch nicht. Ich habe so viel greedy gefarmt. Einfach mal nochmal eine Wave mehr, als ich eigentlich wollte, die schon vorher greedy war. Yasuo hat eine Wall. Er will mich sehen, er will mich. Er denkt, ich bin hier, das ist gut. Rabidons, ein bisschen was fehlt mir. Dann machen wir einfach so und ein Pink Ward. Okay. Mehr Death-Item gibt es in diesem Spiel für mich nicht. Wir haben hier schon mal 500 Leben. Wir haben hier 400 Leben und wir haben natürlich das Schild, das uns auch nochmal 617 Damage schillen kann. Das ist nicht schlecht. Mundo und Twitch. Eine Kombination, die Solo fast alles reißen kann. Hat ihren Kill. Geh weg, kleines Bärchen. Ich will aber dein Gold. Aber guck mal, Tibbers wird nicht von meiner Passiven besetzt. Habt ihr das gesehen? Wichtiger Funfact. Oder vielleicht, wie Maxim sagen würde, Mechanik der Woche. Tibbers countert Brand Passive. Der flasht ja direkt raus. Die Reichweite eines Brands. Oh, trifft sogar wieder mal. Ich glaube, er will flashen. Oh, shit. Oh, shit. Interessanterweise sind alle aus meinem Team am Abgehen.
Ich habe die Teams genau so konzipiert, dass die Lanes gegeneinander ausgeglichen sind. Ich glaube, man hat es auch doch gesehen. Der Twitch und die Kate, die waren recht even. Toplane vom Farm. Es ist jetzt eigentlich, seitdem wir groupen, läuft es extrem gut für uns. Aber die Krabbe überlebt. Das war auch viel Damage. Komm, Annie, du willst doch gleich dein Blue. Du willst doch gleich dein Blue. Da seht ihr das, wie viel Schaden die Passive macht. Das ist unfassbar. Ganz großer Fan gerade von der Passive hier. Und man darf nicht vergessen, das macht AOE. Die werden alle Flächenschaden aneinander machen. What? In einer Stun-Kombo hat sie mich weggebürstet. Ich konnte nicht mal mehr meinen Seraph's Embrace drücken. So schnell ging es. Holy crap. Nicht schlecht, Annie. Was hat die für Gear? Hat die eine Abisse gebaut? Ja. Yep. Not bad. Yasuo fängt jetzt an zu split-pushen. 750 AP. Und es ist ein Infernal Drake. Yes. Zwei Gegenstände brauche ich noch. Der eins, also welcher ganz klar sicher ist, ist wegen den AP und auch natürlich wegen dem schönen Scaling und der Passiven, ist Echo. Und danach werde ich entweder Voidsurf oder Leandre spawnen. Wait, what? Der grüne Vater, hä? Wo will er lang? Der grüne Vater. Das ist auch cool, ne? Wenn man Brand Relays hat, dann. Nee, bitte erst Baron machen, wenn ich meine AP habe. Denn. Nochmal ein schöner Buff dazu. Ich könnte ihn theoretisch zweimal machen. Da hat er recht. Das Coole ist auch, habt ihr es gerade gesehen an dem Grom? Wenn. Dein Ziel, das die Passive stackt, stirbt, wird trotzdem nochmal die Explosion ausgelöst. Das heißt, später beim Damage-Test müssten die Leute eigentlich reihenweise explodieren. Das müsste, das könnte ein clean Pentakill werden. Ich hoffe es wirklich. Ich schaffe es nicht, den Stab zu drücken. Sie hat zu viel Burst. Die Annie hat zu großen Burst. Und die nächsten Items, die ich baue, werden mir nicht helfen. Der sahnige Burst. Ich glaube, ich muss sofort. Ich muss so schnell sein, dass ich, bevor Tilbas runterkommt, am besten den Stab... Die Frage ist, danach bin ich eigentlich trotzdem tot. Der Stab bringt mir nur lediglich ein Schild von 600. Tilbas, selbst wenn ich danach noch überleben sollte, wüsste ich... Ich könnte wegflashen. Mein Flash saved mich. Doch. Mein Flash könnte mich saven. Oh, Twitch. Red Buff Caitlyn mit Netzschuss könnte gefährlich werden. Nee, der Twitch ist gefährlich. Aber Annie hat schon wieder einen Stun. Und wer weiß, ob sie jetzt wieder den Tibbers hat. Ja, die müssen sich zurückziehen, weil der Twitch pusht. Ich brauche echt Farm. Die Leute sind hier gerade erstaunlich gut am Farm. Ich komme an. Oh wait, du hast überlebt gehabt?
mein Gott, die... Da muss er direkt in die Ulti gehen. Ist er hier so nochmal hier rumgegangen? Ich krieg einen Sub. Danke, Twitch. Wie passiv ist brutal. Nein! Oder doch? Oder doch? Mundo? Mundo? Noch eine Trap? Alter, der heilt sich so krass. Okay, 2000. Streng genommen könnten wir jetzt beenden, wenn wir einfach groupen. Wie holt man sich aber am besten Geld und KDA? Fight! Oha, die Passive macht so viel Schaden. Die macht an Jungle Camps über 1000 Damage bereits. Huhu. 2600. Das Gute ist, das letzte Item, was ich bauen will, ist das günstigste. Das kostet nochmal 3,2. Der nächste Drake ist ein Inferno. Oh, 3 Inferno Drakes. Das muss der beste Damage Test werden. Das muss auf jeden Fall der allerbeste Damage Test werden. Oh oh. Brenne! Yes, es! Das war, glaube ich, Alice das. Nein! Der Twitch! Gib mir dein Passwort, gib mir die Passwort, gib mir die Assists! Zweites Assist! Den auch noch! Er hält die Ulti. Lang genug. Oh, ich hatte meinen Stab. Okay, jetzt habe ich meinen Stab. Diesmal habe ich meinen Stab wirklich verkackt. Der neue wütende Timbers. Er reißt immer wieder wen mit. Ludens ist fast ready. So, wir erreichen fast die Marke, Leute. Es wird spannend. Bei Minute 40 sind wir meistens ungefähr bei dem Punkt angelangt, wo wir die Fähigkeitsstärke zusammengefarmt haben. Wie gesagt, bei Brand bin ich super gespannt. Erstens ist das der erste Damage-Test, den wir machen mit 3 Inferno Drakes. Das ist ja random, ich kann mir das nicht vorher aussuchen. Sofern wir den kriegen, wenn er nicht gesteelt wird. Zweitens spiele ich diesmal einen Champion, der wirklich ein übelster AP-Damage-Champion ist. Und drittens... Was gibt's drittens? Keine Ahnung. Ah ja, genau, die Brand Passive. Drittens die Brand Passive. Die stelle ich mir in einem geklumpten Team für einen Damage Test. Einfach schöner geht's nicht. Also, das ist ja wie dafür gemacht. Jetzt guck mal. Ah, ne, 733 hat der Krabbe nur an Damage gemacht. Das ist. Okay, jetzt die Frage: Wie viel Magie das denn hat der eigentlich? Er hat sein QSS, ne? Okay, er läuft nicht hier runter, dann ist er hier irgendwo. Twitch macht die ganze Zeit die Caitlyn nass. Wo soll ich denn da hinkommen, Dude? Jetzt slidet er echt weg? Annie hat keinen Tibbers, ganz wichtig für mich. Er soll hier bleiben und einfach unter dem Tower. Ich weiß nicht, ob er es kann, ne? Late Game Yasuo mit dem Bild. Das ist ein Split Push Bruiser Bild. Viel Spaß damit. Ja, guck mal, er zieht sich zurück. Wahrscheinlich kommt er zu mir. Ich muss definitiv auch vor Yasuo aufpassen. Der hat Magieresistenz in seine QSS.
Das hat ihn schon mal abgeschreckt. Ich habe extra QW gemacht, um nicht um ihn zu stunnen, sondern für den erhöhten Schaden. Ich glaube, ich brauche einen Void Staff. Die haben jetzt doch mal Magieresistenz aufgebaut. Ich weiß, Liandris gibt auch noch mal Magieresistenz. Dennoch, Magiedurchdringung. Dennoch wird Void Staff mehr bringen. Da kommt die Annie. Die wissen, dass ich hier trappe. Das ist unmöglich bei so vielen Minions! Das ist unmöglich! Die Minions haben ihm mehr geholfen als umgekehrt. Gerade bei einem Skillshot-Champ. Aber sie haben ihn! Warte mal! Er hat das zweite Mal seine Ultimate jetzt! Ich glaube aber, guck mal, gegen die Bruiser ist es. Too easy. Oh mein Gott, Twitch? Ich wollte gerade sagen, Vorsicht, der hat doch eine Windwall. Das war knapp, holy shit! Ja, so balanced mit Minions. Na gut, wen hatte er gegen sich? Twisted Fate und Brand. Die erste Salve ging in die Wall. Bei den zweiten Sachen konnte er einfach dodgen. Wir hätten ihn besiegen können, indem wir die Yellow Card getroffen hätten. Weil dann hätte ich mich meinen Stun auch sicher treffen können. Das habe ich mir gedacht. Das hat er ja so sehr schön kalkuliert. Wie viel Money brauche ich noch? Nicht mehr viel. Noch 1k. Es passt gut. Elder Drake ist in 1 Minute 30. Den Evern habe ich lange nicht mehr gesehen. Überpflasten, ich bin gleich durch. Der ist so eklig, ne? Der ist so eklig! Holy crap. Ich habe erstmal gewartet, bis eine Wall draußen ist. Oh, RIP Kopfhörer-User. Headphone-User, genau, so war das. Fuck, RIP. I'm sorry. Danke an alle, die Gesundheit gesagt haben. So. Damage-Test. Wir machen die Drakes. Dann alle ineinander, please. So, Leute. Waffenstillstand. Wir machen Frieden. Mike, darf Tibbers dabei sein? Besser nicht. Besser kein Tibbers. Ich brauche noch eine Wave. Für meinen Pot. Ich habe sogar jetzt schon, sehe ich gerade, die Fähigkeitsstärke. Oh, das wird interessant.
Bitte keine Items und Ultis nutzen. Ich sag das extra. Wow. Das ist nicht gut. Ich hoffe, die lassen jetzt die Leute in Frieden. Bitte nicht mehr angreifen, pushen, etc. Also, ihr kennt, ihr wisst ja, wie es läuft mit den Dingens. Ich habe jetzt 1500 AP! Go, go, guys! 1500 AP! Also, fast, mir fehlen 7 AP, streng genommen. Das ist awesome. Was sagt die Passive? Wir gucken uns mal. 22, 30, 38% maximal health. Vor euer Gate. Oder hat any TP? Mein Team bleibt bitte weg. Habe Mastery mehr Damage alone. Das ist auch noch wichtig. Ich habe eine Mastery drin, wo ich mehr Damage habe, wenn kein befreundeter Champion. Ah, der Twitch. Never mind. Ich glaube, sowas wird es immer geben. Wir lassen es. Evil, was hat er für Gear? Okay. So. Alle ineinander, please. Okay, Alistair, bist du ready? Ich bin sehr gespannt, wir fangen hiermit an. Das wäre der beste Pentakill ever gewesen. Das wäre der allerbeste Pentakill ever gewesen. Leider war der Event schon tot, da können wir jetzt nichts machen. Vielen Dank. Holy shit, der Q alleine hat Caitlyn 1000 Damage gemacht. Das hat natürlich, haben wir auch natürlich den Elder Drake zu verdanken. Normal weiter, please. Mir hat sowieso nichts gebracht, jetzt die Kill zu bekommen, weil ich schon auf Max Build war. Was sagen die anderen Sachen? Hier zum Beispiel, der Pillar macht 1000 Damage, 25% mehr, macht natürlich 1250. Das ist sehr geil für eine Fähigkeit, die alle 8 Sekunden geht und Flächenschaden macht. Dann die E verbreitet sich auch nochmal an allen. Die Ultimate ist 600 mit einem extra Slow und die Passive vor allem. Ich würde gerne die... Ich glaube, mit einer Combo töte ich jeden, sogar den Alistair. Ja, habe ich ja gerade gemacht. Und die Alistair hat schon einiges an Leben. Ich sehe das an, er hat fast 4000 Leben, der Alistair. Ich probiere es noch einmal aus, ohne dass er es vielleicht merkt. Okay, diesmal kann er natürlich ultien. Geht auf Annie die Passive drauf. Ich habe keine Sicht. Die Wall ist schon mal raus. Mein Flash ist raus. Das könnte gefährlich werden, ne? Die Gebüsche helfen uns sogar gerade. Jetzt ist es auch nur noch ein Finishen, aber es war wirklich awesome. Ich kann mich an wenig Damage-Tests erinnern, die so geil waren. Ich weiß, das Zag war auch noch ultra geil. Von AP Zag. Er will mich! Danke, Jeff! Die Passive! Die Passive! Killt die Kuh! Oh, die Ulti ist an. Oh. Guys! Ja, GG well played. Okay, Leute. Jetzt mal alles beiseite. Ich hoffe, euch hat der Damage-Test gefallen. Ich fand ihn krass. Die Gegner sind so schnell geplatzt. Ich habe auf der Caitlyn gestartet. Ich hätte mal auf dem Alistair starten sollen. Und dann hätten wir wirklich gesehen, wie die Passiven sich drehen und einfach alle explodieren. Wenn Ivan drin gestanden hätte, der wäre hundertprozentig auch gedroppt. Leider Twitching voll gekillt. Shit happens, würde ich sagen. Das war awesome. Das war so genius. Guys, schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch gerne auf Full AP sehen würdet. Ich werde es natürlich mich bemühen, das zu reißen. Und wir sehen uns. Bleibt fresh. Euer Mr. MacAP. Macht's gut, wobei ihr wollt bestimmt noch den Damage-Graphen sehen. Auch wenn das wahrscheinlich hier ziemlich eindeutig sein wird, will ich ihn euch nicht vorbehalten. Deswegen, bis dann, haut rein, macht's gut, ciao.